Hallo, ABC Deck Profile, hallo. Guten Tag, YouTube. Guten Tag. Hier ist meine ABC-Liste. ABC.de. Ich spiel ein. Warum nur auf 2? Ist scheiße. Also, ist scheiße. Wenn du nicht in die Engine kommst, dann bringt dir der nichts. Okay. Zwei B. B. Drake, let's go. Das ist der Beste. Das ist Drake. Das ist mein Lieblingsrapper. God's Plan ist mein Lieblingssong. Dreist. Ist okay und er ist halt 2K-Booty. Du meinst so eher Kill. Set Kill ist das beste Airport, oder? Ja, ist FTK. FTK. FTK Shenanigans. Den guten Driver. Oh, der gute Driver. Den schlechten Driver. Ja, Bozo. 3 Gamma. Warum spielst du Gamma? Weil ich spiele Trap. Ah, okay. Und, und Handtraps in Trap-Decks sind cringe, außer sie haben Synergy. Ja. Und Gamma hat Synergy. Bozo. Ja. Spells. 3 Union-Hänger. Ein Terraforming. Union-Hänger ist schlecht. 3 Reactivation. Ich hab den Godsplan-Joke verpasst. Könnt ihr den nochmal wiederholen? Ich hab irgendwann Godsplan gehört und hab mich dann geärgert. Wir haben gesagt, guck mal, das ist Drake. Er meinte, das ist mein Lieblingsrapper. Godsplan ist mein Lieblingssong. Warte, das ist das falsche Landform. Ja, das gehört auch schon. Ich geb dir kurz dein Landform. Guten Tag, YouTube. Wir müssen einen Schnitt in dieses Video packen. Okay, wir machen jetzt hier ein Messer rein. Schaut weg! Hallo! Ich mach so. Okay. Ja, also hier, das ist mein Spell-Lineup. Hier ja. So. Also, das Wichtige an Union-Hänger ist. Union-Hänger ist halt eine gute Karte, ne? So, die macht so coole Effekte. Ich weiß ja jetzt nicht, was die ABCs machen, ne? Die sind irgendwie seit 5 Jahren draußen. Terraforming ist gut, deswegen ist die gut. Reactivation ist Combo-Piece und außerdem RIP an alle Karten im Spiel. Und Called By ist... Die schlechte Karte. Ist eigentlich einfach nur eine Trap. Called By, called you on your cell phone. Ja, called by... I need to call you on your cell phone. Called By, banish NIP ist das beste Play im Game. Scrambled Egg, let's go. Ich mach einfach mal so. Spielst du 2 Union Alarmstadt? 2 Union Alarmstadt, es ist die beste Karte. Ach du Kacke! Mit Abstand. Und du spielst 2? Ja. Alarmschlag. Mit Abstand. Anschlag. Erstens. Die braucht Setup halt. Erstens Hard Ones Pattern, zweitens, die braucht Setup. Drittens Trap Check. 3 Trap Check, weil besser als 3 davon. Das ist Revolt. Bloß, nimm dir die einfach weg. Das ist Revolt, bloß sie macht dich nicht homosexuell. Die ist wirklich bastard. Das ist Revolt, bloß schlecht. Nein, das ist besser als Revolt. Was ist das eigentlich so ein Desaster hier? Warum sagst du die ganze Zeit? Max Rarity Imperm. Ja, schon. Ja, ist halt Imperm. Ist noch in der Handtrap technisch gesehen, aber du kannst sie halt auch irgendwie mit. Handtraps sind schlecht. Bottom Text. Korrekt. 2 Dynamisches, 2 Heavy Storm Duster. Warum Heavy Storm Duster Main? 2 Minomisches, 2 Heavy Storm Duster Main, erstens. Die Karte. Nee, geh bitte weg. Erstens, gegen Control, also gegen Backrow Decks ist FTK. Aber warum nicht im Side? Ist einfach Pot of Greed. Ich habe keine anderen Traps. Das ist die Sache. Ich hab alle Traps aus meinem Staple. Ich hätte die Wingless Line können. Ist mir egal. Ich habe alle Traps aus meinem Staple Binder genommen und die in dieses Deck geschmissen und dann war es fertig. Ja, keine Ahnung, deine Mischung, ich habe erstens nur 2 und zweitens ist halt irgendwie Discard ist schon ziemlich schwul. Wo hab ich die hin? 2 Torrential. Ja, die beste Strike. Ne, 3 Torrential, 3 Strike, so rum. Ja. Das ist die beste 2-Card-Kombo im ganzen Spiel. Müssen wir nicht drüber reden. So. FDK, ich nenne es. 3 Skill Drain, damit ich sie mit Trap Kick setzen kann. Oh ja. Ja, also das sollte ziemlich klar sein. Die On-Field-Effekte sind einem einfach egal von den ABC, deswegen. Ist halt. Ja, und außerdem. Yo, unpopular opinion, mach die mal so rum. Mach die Seite vorne ist. Du dummer Wichser. Außerdem, warum nimmst du meine Höhlen? Warte mal. Du hast das falsch rum, du Kek. Die sind richtig. Nein. So, jetzt lass das. Aus. Außerdem, ich zieh die immer. Ich zieh die immer, deswegen ist sie gut. Weil wenn man die zieht, dann ist sie gut. 3 Skill Drain for Sister Show vor einiges Begräbnis. Mein extra Ding. 3 ABC. Sind alle Ami? Warte, nee, ach so, stimmt. Ja, alle Ami. Ist das was war jetzt eigentlich der Witz dahinter, dass er 2 Goat-Karten genommen hat? Achso, das sind, weil sie verboten das sind und meine anderen Skill-Drain. Das sind die beiden anderen. Oh, ABC Drake Buster? Let's go! You used to call me on my cell phone! ABC Drake Buster? Nein, es reicht. Stopp!
Das reicht halt. Drei in Ami. Ja. Ja, die sind alle drei Ami. Trust. Link 2 ist Gadgets Platine. Gadgets. Lambda. Hallo, mein Name ist Ippe. Das ist Senior Strukture. Oh mein Gott. Hallo, mein Name ist Vincent. Herzlich willkommen zu meinem Pure Gadget Deck Profile. Seniorstruktur. So. Warum spielst du nicht den teuren davon in Englisch? Weil warum der sind die alle ausländisch? Bozo. Der ist hässlich. Das heißt, die Karten sind was nicht bist gut. Du für ein schlechter Deutscher? Du spielst ausländische Karten. Gadget Platine. Bozo. Ich ja. Bin nur 90% Deutsch. Ja, nee, alles ist gut. Gadget Platine ist mandatory. Die nicht. Ich habe die nie gemacht, aber sie ist gut. Spielst IP du auch Gamma? Ist ja. Mandatory. Ja. Service ja, ist nicht mandatory, aber Shoutout an John. Ich habe immer noch nicht meine zwei Russen. Russinnen. und Phoenix. Clara und Ruschka spielt zwar. Achso, die. Spielt Clara und Ruschka, wenn ihr sie habt. Ich hab sie nicht. Junge, ich dachte, du hast den Nutten aus Russland importiert. Ja, Unicorn. Man macht die eigentlich nie, weil es gibt ein besseres Target für IP. Also. Link 4, Apollosa. Alle Ulti. So die, ja. Alle Ulti. Schaut nicht genau hin. Apollosa, oh, Mango Apollosa ist auch mandatory, weil man kann damit durch Nip spielen. Was eine Lüge. Evermax. Kann man wirklich. Echt? Ja, kann man. Two-Card-Combo. Let's go. Hänger und einen von den guten Pieces. Hänger und Seilen kannst du dich selbst da hängen. Da macht man coole Sachen. Das ist zu wick. Evermax ist, ja, ich habe halt keinen Access Code, ne, deswegen Smiley Face und man kann. Ja, gering ist eh schlecht. Ja, man braucht halt Access Code, ja, du stimmt. Du brauchst Denkmaster, ja, Friedhof, die hast du nicht. Na, man climbt dann ja in den Rhein, weil man muss eh. Nee, kannst du nicht. Doch, natürlich. Nee, geht nicht. Okay, sorry. Darfst du nicht. Geht nicht. Okay. Warum hat Access Code keinen Reprint bekommen? Ich brauch halt voll gemein. Ich brauche halt irgendein Link 4, was nur zwei Monster braucht, ja, damit man gut climben kann und die ganzen ABCs. Die braucht drei Monster. Egal, wie viele Monster braucht Jesse Anderson? 6. Du meinst wohl Jesse Cotton. Jesse Cotton. Sieht ja auch aus wie eine Falafel. Nee, wie heißt das? Genau. Wie eine Kartoffel, meine ich. Sieht aus wie eine Falafel. YouTube, ich find's wieder euer junger Jesse Cotton. Bro Sword kann man legit nicht machen, aber er sieht lustig aus. Haha, meiner. Also doch, man kann ihn machen, aber eigentlich nie. Ja, los, wir wollen keine Random Links sehen. Underworld Goddess. Ja, bist du Karte. Ja, man ist halt, das ist wirklich cool, weil wenn man IP hat, Funny Monkey. Dann kann man austaggen und dann mit Underworld Goddess und dem Monster vom. Deswegen geht man auch nicht wirklich viel in Apollo. Kann ich kurz nochmal euer Deck-Profile unterbrechen? Wir haben hier die Jessica Anderson-Karte, Jesse Cotton. Warum hat die Rückseite literally Verpackungsmaterial? Ist denen einfach das Material ausgegangen oder was ist das? Nee, das ist so ein Puzzle. Nee, ja. Glaube ich dir nicht, das ist eine faule Ausrede dafür, dass ihr einfach Karton benutzt. Doch, das ist ein Puzzle, trust. Das ist einfach Vertrauen mir. Ja, Underworld Goddess. Ja, ist Funny Monkey. Ich habe die nur einmal gemacht, aber da war es richtig lustig, weil er hatte Evermax. Ich dachte erst, dass ich Evermax machen muss, um Evermax zu outen. Welcher Evermax macht als erstes Side Effect, der als erstes Evermax schreit? Ja, genau. Evermax hat Evermax. Aber dann habe ich Underworld Goddess gemacht mit seinem Evermax. Und dann hat er gesagt, so Evermax Effekt, misch sie rein. Dann habe ich gesagt, haha, Funny Monkey, Evermax wählt den nicht. Und das wäre eigentlich gut, ne? Eigentlich würde man denken, ja, so nicht wählen ist ganz nice, aber das ist halt die beste Karte im Game. Vertrauen, oder? Die sind scheiße. Let's go, scheiße. Die sind scheiße. Verdammt. Los, geh schnell durchs Side-Deck. Ja, ich geh schnell durchs. Das Side-Deck. Oh ja, oh ja, shit. Das Side-Deck ist perfekt. Don't worry. Drei Ash, drei Droll. Secret Ashes, by the way. Okay, warte, was? Anscheinend rein. Ja, so läuft's, ne? Also ja, weiß ich nicht, hab ich nicht gebaut. Hab ich mich gebaut. Ich hätte theoretisch an dem. So, und natürlich die beste Karte im Spiel, One of Twin Twister. Man könnte fast sagen, Einzelkind Twister. Das ist, ihr denkt euch jetzt vielleicht, das Side-Deck ist ja nie scheiße, aber erstens, der Token ist busted, zweitens, Five-Head Reasoning, weil so Siding-Patterns und so, ne, das versteht ihr nicht, ich hab das mit Pack zusammen gemacht, Ich kann die Kamera nicht mehr ein. Ja, und dann, du hast das mit Pack zusammen gemacht, welches Pack, Dawn of Majesty? Ja, und dann noch finale Side-Deck-Karte.
auch sterben, Rasmus. Lass es uns zusammen tun. Finale Karte, Diamond Dudes, kann man mit Fusion Destiny senden. Okay, über meine Matchups reden wir nicht, ich bin undefeated, dankeschön. Okay, gute Nacht. Noch irgendwelche letzten Worte? Abonniert Fortnite YGO auf YouTube. Oder auf Pornhub. Auf Pornhub auch. Gute Nacht.